Wie hat sich die Welt verändert? Wie hat sich der Fußball generell verändert? Ich habe 1979 angefangen bei Borussia Mönchengladbach. Da hatten wir nicht einmal einen Fitnessraum. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, weil man hat die modernsten Möglichkeiten, die natürlich auch von den Vereinen genutzt werden, um eben die Spieler in die bestmöglichste physische Verfassung zu bringen. Und im Endeffekt hat ja heutzutage, wenn man das Trainerteam anschaut, da hat eigentlich jeder Spieler seinen eigenen Trainer.